Es hört sich ja ziemlich heftig an, aber leider ist es hin und wieder mal so, dass nämlich Selbstsabotageprogramme uns behindern auf unserem Weg. Ich sage erstmal Hallo, schön, dass du wieder da bist und Willi Bucheli, schön, dass du wieder da bist, Willi, und dass wir uns jetzt mal über diese dämlichen, sag ich mal, Selbstsabotageprogramme, ich gehe dadurch voll in die Wertung, aber das mache ich bewusst, drum kümmern können, denn wie sehen die aus? Was ist das überhaupt? Und warum behindern die uns so im Leben? Und da können wir doch bestimmt was dran machen, denn damit es uns wieder gut geht, oder? Natürlich. Aber zuerst geht es mal darum, dass ich überhaupt weiß, was ist eine Selbstsabotage? Haben Sie sich auch schon mal gefragt, warum Sie im Leben nicht unbedingt weiterkommen? Dass Sie immer wieder an den gleichen Orten oder in den gleichen Momenten wieder einen Rückzieher haben? Dass immer im letzten Moment etwas in die Hosen geht, wo Sie vorbereitet haben. Und vielleicht haben Sie Krankheiten, wo Sie sagen, wieso geht es nicht vorwärts? Und genau dieses Thema möchte ich heute ansprechen, Selbstsabotage. Selbstsabotage ist sehr oft ein Programm, das mir selbst gar nicht bewusst ist, dass ich so etwas in mir trage. Wenn ich jetzt ein Beispiel gebe, ich hatte gerade vor kurzer Zeit eine Dame bei mir und als ich die Anamnese gemacht habe, kam sie und habe ich gefragt, ja, was haben Sie schon gemacht? Und dann hat sie angefangen zu erzählen, sie hätte jetzt schon circa 20 verschiedene Therapeuten und Therapeutinnen besucht. Sie hätte alles gemacht, von Kranio zu Chiropraktik zu weiß nicht was alles, um diese Problematik zu lösen, die sie mit sich trägt. Und keiner hat ihr geholfen. Vielleicht im Moment etwas besser und dann war es wieder da. Und da bin ich natürlich hellhörig geworden, weil was heißt das, schon 20 Orte hinzugehen? Menschen geben ihr Bestes, um dieser Person zu helfen und es funktioniert nichts. Und dann kam mir die Idee und habe gesagt, Mensch, da muss ja eine Selbstsabotage dahinter stecken. Aus irgendwelchen Gründen will die Person nicht oder kann sie nicht gesund werden wollen. Und ich hatte dann noch gelacht und habe gesagt, weißt du was, mein Name soll nicht in dieser Liste zu unterst stehen. Du willst nicht der 21. sein. Nein, oder der 30., der nicht geholfen hat, oder? Ich habe gesagt, wenn du rausgehst, will ich, dass es dir besser geht und dass wir die Lösung finden. Und ich habe dann als erstes überhaupt, bevor ich dann angefangen habe, meine Arbeit zu starten, haben wir nur diese Selbstsabotageprogramme gesucht. Und da kam zum Beispiel ein Programm und ich habe gesagt, das soll sie bitte mal sagen. Ich will nicht gesund sein. Dann hat sie mich angeguckt und hat gesagt, geht's noch? Ich bin ja hier, ich will ja gesund sein. Dann sage ich, ja eben, du willst, dein Kopf will gesund sein. Aber will das dein Unterbewusstsein? Dann hab ich mit dir einen Kinesiologietest gemacht, das ist ein Muskelarmtest. Und da kam wirklich hervor, ich will nicht gesund sein. Ja. Und da habe ich gesagt, schau mal, solange du diesen Glaubenssatz in dir trägst, bin ich der 30. oder der 21., der auch nicht hilft. Okay? Und das mache ich gar nicht. Ich starte darum gar nicht zu arbeiten mit allem drumherum, was ich machen muss oder tue, sondern ich muss zuerst diesen Glaubenssatz weghaben von dir. Der muss verschwinden. Ja, aber ich will ja. Und sage, ja, aber jetzt wollen wir mal schauen. Aber ich will nicht gesund sein. Und dann habe ich angefangen, diesen, was ist ja ein Glaubenssatz, den haben wir dann angefangen zu lösen. Und ich musste sogar sehr weit zurückgehen in ihren verschiedenen Leben, um fündig zu werden, wo das erste Mal in ihrem Leben das passiert war, dass sie nicht gesund sein wollte. Das ist die beste Frage dann. So, was bringt dir denn diese Krankheit an Vorteilen? Und dann kommt man da ja schon viel tiefer rein, denn oft sind es ja Vorteile, die einem die Krankheit bringt. Und wenn man da dann sagt, okay, auf diese Vorteile bewusst zu verzichten und zu sagen, ich bin bereit, den anderen Weg zu gehen.
Und dann kommen ja ganz andere Vorteile wieder auf einen zu. Aber eben den Mut zu haben, zu sagen, ich gehe den anderen Weg. Das ist ja jetzt eine der Möglichkeiten. Und jetzt kommst du mit dem nächsten. Ja, und eben das Müssen, oder? Ich meine, es gibt dann Situationen, eben wenn ich jetzt wirklich nicht gesund werden will, oder ich will nicht gesund sein, wie du es angesprochen hast, dann kann das eine Blockade sein, weil ich schlussendlich, eigentlich tief in mir drin, gar nicht gesund sein will. Weil der Grund kann sein, wenn ich gesund bin, werde ich nicht mehr gesehen. Wenn ich gesund bin, werde ich nicht umhätschelt und die Leute sind dann nicht mehr so liebevoll zu mir. Oder zum Beispiel, ja, ich kann nicht diese Vorteile aus dem hervorziehen. Und ich höre immer wieder von Menschen, die chronisch krank sind und die wollen nicht, weil sie halten dann eine Rente, sie halten einen Zusatz. Da wurde im Instagram oder im Facebook wurden Spenden angefragt, Leute haben gespendet. Ja, dann bekam diese Dame plötzlich 8.000 Euro. Hey, ohne krank zu sein, hätte sie das alles nicht. Die erlaubt sich, in die Ferien zu fahren, sie erlaubt sich, das und das zu machen, weil es wird alles bezahlt. Ja, wenn sie jetzt gesund ist, muss sie selber arbeiten. Da hat sie mehr Stunden, wo sie für sich was tun muss, oder? Bis sie dann dieses Geld zur Verfügung hätte. Das kann ein Grund sein, dass sie gar nicht gesund sein will. Ich will niemanden jetzt verurteilen, aber ich sage nur, es gibt ganz verschiedene Möglichkeiten, dass Menschen halt einen Profit daraus ziehen. Oder eben aus Angst, wenn ich gesund bin ich nicht mehr so geliebt. Oder weil eben, wenn ich krank bin, da kommen die Leute, die Nachbarn, die Familie und alle sagen, ja, kann ich dir unterstützen, kann ich dir helfen. Oder? Und dann erhalten sie eigentlich, was sie suchen. Ist Liebe. Anerkennung, oder? Und wie viele Menschen, also eigentlich alle, wir suchen eigentlich alle Liebe, nur wir vergessen, dass wir die Liebe nicht im Außen finden, sondern wir müssen sie bei uns finden. Und wenn ich mich lieben kann, dann kommt die Liebe auch wieder auf mich zurück, über andere Personen. Aber ich kann nie einem Menschen verlangen, dass der außerhalb von mir ist, du musst mich jetzt lieben. Andreas, du musst mich jetzt lieben. Dann lachst du, oder? Und ja, wie will ich das tun? Das geht ja nicht, oder? Aber wenn ich mit mir liebevoll umgehe, dann habe ich ein Charisma und ich habe eine Ausstrahlung, also meine aurischen Energien, was wir schon in einem anderen Film gesagt haben, wenn ich diese Aura vergrößern kann und liebevoll mit mir selber umgehe, dann hat mein aurisches Feld so eine starke Anziehung nach außen, dass wirklich die Leute, die das mir widerspiegeln, die kommen in mein Leben. Und automatisch erhalte ich Liebe zurück. Und das ist mit allem so. Also. Genau, also die Selbstliebe ist die Grundlage. Aber um das eben leben zu können, was wir eben so schön beschrieben haben, ist es auch exorbitant wichtig, erstmal wieder die Verantwortung für sein Leben selbst zu übernehmen. Mhm. Und zwar nicht, indem ich nur sage, ich übernehme die Verantwortung, sondern das auch zu fühlen. Und das ist es eben zu sagen, ich bin gesund. Und was muss ich denn tun, um gesund zu sein? Ja, dann muss ich eben mal mich um einen Job bemühen. Dann muss ich eben gucken, dass ich den richtigen Job kriege, der meiner Berufung entspricht. Weil was passiert nämlich dann automatisch? Guck mal, was mache ich hier für Tolles? Ich mache Filme. Was machst du für Tolles? Du arbeitest mit den Menschen. Du lebst deine Berufung. Das macht dir total Spaß. Du freust dich, wenn du morgens losgehst. Ich freue mich total, wenn ich die Kameras aufbauen kann. Heute Morgen, ich wusste ja, dass Willi kommt und sagt, ja, jetzt stelle ich alles ein. Licht, Mikrofon, Ton und alles Mögliche. Das macht Spaß, es macht Freude. Und so einen Job suchst du dir. Und dann interessiert dich das doch gar nicht mehr, dass es ein Job ist. Hallo? Dann lebst du deine Berufung. Da kannst du eine Krankheit eh nicht gebrauchen, mal davon ganz abgesehen. So, und dann bist du auf deinem richtigen Weg, weil du deine Verantwortung für dich wieder zurückgenommen hast. Und zwar auf der ganzen Bandbreite der Ebenen. Ja, stimmt alles, was du sagst. Und wie gesagt, wenn ich wieder zurückgehe auf meine Sätze, die ich mit den Leuten dann bearbeite oder anschaue, zum Beispiel, ich will nicht reich sein. Das sind Menschen zum Beispiel, die haben Skrupel, wenn sie was tun, dass sie Geld verlangen. Sie haben nicht den Mut zu sagen, ja, es kostet so viel.
Das ist wieder Liebe selbst wert. Ja, ich bin mir's dann nicht wert und ich kann dadurch nie auf einen grünen Zweig kommen. Es geht nicht darum, dass ich jemanden bescheißen will oder exorbitante Preise verlange, sondern es geht darum, dass ich mich finde und ich es mir wert bin. Denn ich weiß ja zum Beispiel, ich persönlich weiß, wie viel Geld habe ich investiert in meine Ausbildungen. Jahrelang, immer wieder, heute noch. Und ich bin jetzt schon in einem gewissen Alter, wo ich eigentlich nicht mehr arbeiten müsste. Und nein, ich kann nicht, weil ich will mein Wissen weitergeben. Und das ist das, was eigentlich dann ja, hilft, eben vorwärts zu gehen. Aber wenn ich dann irgendwo blockiert bin, ich bin es nicht wert, ist auch so ein Glaubenssatz, ja, oder? Und das ist auch so eine Selbstzerstörung eigentlich. Oder ich kann nicht verzeihen. Ich kann nicht vergeben. Denken Sie mal bei sich selbst nach. Können Sie verzeihen? Können Sie anderen Menschen in Situationen verzeihen, die Ihnen was Böses angetan haben? Nein, es gibt ja so viele Menschen, die können nicht verzeihen. Und ich hatte eine Großmutter, die konnte am Sterbebett nicht mal richtig verzeihen. Ich konnte nicht loslassen. Und das tut weh, weil ich mich selbst zerstöre. Ich zerstöre nicht die anderen, weil ich nicht verzeihen kann. Ich zerstöre mich. Oder? Und wenn ich solche Glaubenssätze, sprich Selbstsabotageprogramme in mir drin trage, dann komme ich nicht weiter. Dann behindere ich mich in meiner Entwicklung, in dem, was ich für mich und für andere tun könnte. Und darum ist es extrem wichtig, dass eben, wenn dann Heilung geschehen sollte, überhaupt diese Glaubenssätze gelöscht sind. Und wenn ich das gelöscht habe, dann kann ich beginnen, meine Arbeit auszurichten. Ich kann im aurischen Feld dann suchen, welche Belastungen sind da aus früheren Leben, Täterleben, Opferleben, was auch immer. Dann können wir in Resonanz gehen und das auflösen. Und dann sehe ich dann, wie die Leute dann schlussendlich dann da sind und plötzlich funktioniert. Wir können die Schmerzen weg haben. Und ich weiß, ich bin nicht Nummer 21 oder 20. Ich stehe dann nicht mehr auf der Liste, die nicht helfen konnten. Weil ich habe immer gesagt, ich will auf der Liste sehen, die geholfen haben. Aber schlussendlich bin ich nur ein Wegbereiterer. Helfen tun sie sich selbst. Aber wichtig ist, zu erkennen, wo hindere ich mich oder säge ich mir eigentlich die Beine ab und kann nicht weitergehen. Und das sind genau so Programme, wo die Leute sagen, ja, sowas habe ich nicht. Ich komme ja, um gesund zu sein. Ja, weil die realisieren es selbst nicht. Oder eine schwangere Frau, oder eine Frau, die gerne schwanger werden möchte, alles erlebt. Und ich habe alles gemacht. Von Inseminationen und. Wir haben alles probiert. Jetzt komm ich noch zu Ihnen, dass ich schwanger werde. Das sagte die Frau, muss man dazu sagen. Das hörte sich gerade an, als ob du das sagst. Ja. Das hatte die Frau zu dir alles gesagt. Das hat sie dann zu mir gesagt. Und da habe ich gesagt, okay, aber ich teste jetzt mal, willst du überhaupt schwanger sein? Und dann habe ich den Test gemacht und dann heißt es nein. Und dann gucken sie mich blöde an und sagen, das gibt's doch nicht, ich will ja schwanger sein. Und darum bin ich ja hier. Und das genau das ist auch ein Selbstsabotageprogramm, weil es gibt dann Hintergründe, vielleicht hat die Frau einen tollen Job, hat Aufstiegsmöglichkeiten und jetzt will sie, also äußerlich sagen sie, ja, ich möchte gerne ein Kind haben, aber das Unterbewusstsein sagt, nein, wenn ich einfach ein Kind habe, dann kann ich nicht mehr meiner Arbeit nachgehen, dann kann ich nicht mehr mich so entwickeln, wie ich jetzt will, oder ich muss mich entfernen von der Arbeit oder muss ich sogar aufhören. Das kann ein Grund sein, wo mich dann blockiert, nicht schwanger zu sein. Also die Frau natürlich, oder? Und das müssen wir uns einfach mal selbst durch den Kopf gehen lassen und uns selbst fragen, was kann ich tun oder wo stehe ich, dass es nicht geht? Oder dass es eben gehen tut? Das ist ein großes Thema, ne? Ja. Ja. Und da kann ich manchmal minutenlang mit den Leuten diskutieren, bis sie es dann verstehen, was uns das Leben eigentlich sagen will. Es ist nicht, weil im Universum das sagen, es gibt keine Kinder für dich,
sondern es geht nur darum, bin ich dazu bereit, diesen Schritt, diese Aufmerksamkeit für ein Kind dann auch aufzubauen, dass ich es akzeptieren kann. Bin ich bereit, gewisse Sachen wegzulassen, damit ich was anderes machen kann? Und ich meine, das ist ein Riesenjob, ein Kind zu haben. Das ist nichts Erniedrigendes, im Gegenteil. Das ist etwas für starke Personen. Alle Frauen, die liebevoll mit den Kindern umgehen können, das sind starke Frauen. Voilà. Definitiv. Auch wenn es in der Gesellschaft anders gesehen wird, aber ich finde das auch. Das ist mehr als nur ein Job, wie oft gesagt wird. Es wird leider nicht genug honoriert oder auch gesehen in der Gesellschaft, aber die Mütter, das ist das Wichtigste überhaupt. Mhm. Denn sonst würden wir ja gar nicht fortbestehen. Genau. Es gäbe keine Männer, die das Gefühl haben, die Frauen sind nichts wert. Ich schüttle da immer noch den Kopf, wenn ich sowas höre, wie eine Frau unterdrückt wird, weil der Mann das Gefühl hat, ich bin der Übermensch. Nein, ich sage immer, wir erzählen immer, der Mann ist das starke Geschlecht. Ich sage immer, das stimmt gar nicht. Der Mann ist das schwache Geschlecht und die Frau ist das starke Geschlecht. Weil ohne diese Frauen hätten wir schon lange keine Weltbevölkerung mehr. Oder wenn man zurückdenkt in Berlin, wer hat Berlin wieder aufgeräumt? Das waren die Frauen, das waren nicht die Männer. Denn die waren ja alle schon im Krieg gefallen. Ja. Ne? Muss man mal ganz krass sagen. Und die Frauen haben das geschafft. Ja. Die haben angepackt. Und, ne? Also wow, wundervoll. Und so ist es heute noch. Oder? Und wenn wir überall in der Welt schauen, dass eine Frau sich nicht weiterbilden soll. Ja, weil die Männer Angst davor haben, die an den entsprechenden Schaltstellen sitzen, weil sie nämlich Angst vor der Energie der Frauen haben. Ja. Und deswegen ist es wichtig, dass das endlich wieder ins Gleichgewicht kommt. Genau. Und darum ist es halt wichtig, dass ich eben Menschen, die jetzt wirklich diese Probleme haben, von diesen Glaubenssätzen, die mich eigentlich traktieren, dass wir die lösen können, damit die Person frei ist, vom Herzen aus und vom Kopf aus. Und dann können Wunder geschehen. Dann ist auch Heilung möglich. Ja. Dankeschön. Okay. Danke auch dir, dass du dich für unsere Filme interessierst. Und wir, der Willi und ich, wünschen dir jetzt von hier aus ganz, ganz viel Erfolg bei deiner Arbeit, dass du deine Selbstsabotageprogramme selbst erkennst oder holst dir Hilfe dabei und dann endlich deinen Weg gehen kannst in vollkommener Gesundheit und in Liebe.